Wunderbare Überleitung nach Gerstetten. Herr Polaschek, Sie haben ja vieles von dem, was jetzt gerade Klaas und Dunja gesagt haben, diesen Geist haben Sie ja mitgeatmet und wollten ja genau einen Ort schaffen und haben die verbindende Kraft der Musik zusammengebracht. Warum Sie den Preis verdient haben, das sagt uns Dunja. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, weil so viel jetzt schon gesagt wurde, aber wir gehen nach Baden-Württemberg und das, was ich an Ihrem Projekt toll finde, weil es erstmal natürlich total simpel und einfach ist, Sie haben Ihr Orchester genommen, sich überlegt, okay, was können wir damit machen? Wir suchen uns noch zwei andere Städte in zwei anderen Ländern, nämlich Frankreich und Ungarn. Auf Ungarn komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Und wir bringen einfach Menschen, junge Menschen zusammen, 8 Tage lang. Die arbeiten dann an einem Projekt zusammen, mehrere Musikstücke. Und da ist eben genau das. Also spielst du Cello in Deutschland, spielst du Cello in Ungarn, spielst du Cello in Frankreich. Ist Latte, am Ende zählt das irgendwie, was da für ein Ton rauskommt und wie es dann am Ende des Tages natürlich auch zusammenpasst. Und das Schöne an Musik, wie beim Sport, wie beim Essen, wie bei vielen anderen Dingen auch, es verschwinden erstmal alle Grenzen. Also auch die Sprachbarriere spielt keine Rolle. Vielleicht hat der ein oder andere aber auch Grenzen im Kopf, also ob jung oder alt, das ist ja erstmal nicht schlimm. Man sollte die immer abgleichen mit der Realität. Und auch da, dann kommen natürlich die jungen Menschen ins Gespräch, tauschen sich aus, musizieren und am Ende hat man eben dieses, ich würde mal sagen, gemeinschaftliche Werk, was man dann am Ende auch noch präsentieren kann. Und weil wir vorhin, als Graf Lambsdorff über Polen gesprochen hat, da ist man natürlich auch relativ schnell bei Ungarn und auch wieder bei dem, was alles nicht funktioniert, logischerweise. Und es gibt jede Menge, was nicht funktioniert. Wir müssen jetzt nicht auf Menschenrechte und Ähnliches eingehen. Aber im Kleinen gibt es ja die Verbindung. Also der 16-Jährige aus Ihrer Stadt und der 17-Jährige, der aus Ungarn kommt, die interessiert die große Politik nicht, sondern die wollen gucken, kommen wir miteinander klar, was können wir gemeinsam aufbauen, was können wir gemeinsam schaffen. Und das schafft, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach auch Verständnis füreinander, vielleicht auch für die eine oder andere Entscheidung oder Situation oder Verhalten, was wir eben nicht nachvollziehen können. Als wir über Polen gesprochen haben, keine Ahnung, 70-80% der PolInnen sind im Grunde ja für Europa, trotzdem wählen die diese komische Partei, würde man sagen. Und wenn man dann doch irgendwie ins Gespräch kommt, was über Musik, glaube ich, einfacher ist, dann schafft das auch Gemeinsamkeiten. Was mich auch beeindruckt ist, Sie machen das schon relativ lange, seit 2011. Und super finde ich die Sache, wenn man jetzt sagt, ich kann aber kein Instrument, habe aber trotzdem Lust, mich da irgendwie zu engagieren, mit dabei zu sein, auch andere Leute aus anderen Ländern und Kulturen kennenzulernen, gibt es eben auch noch ein Zeltfestival oder auf jeden Fall, da kommen dann auch Leute zusammen und treffen sich da und auch da gibt es aktive und interaktive Dinge und deswegen finde ich, hat das Projekt Trina Orchestra diesen Preis absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch also zum Colors of Europe Award 2020 und Ihre Flagge ist genau hinter Ihnen und zeigen Sie auch weiter Flagge für Europa. Das ist großartig. Garantiert, aber zwei Dinge möchte ich vorwegschicken. Zum einen möchte ich keine Feder im Haupt haben, die mir nicht zusteht. Der Gedanke vom Trina, der ist entstanden in unserer Musikschule. Und der Musikschulleiter Herr Neumann ist heute dabei und er hat auch mittlerweile private, innige Freundschaft mit dem Musikschulleiter aus Saint-Mazar, Jan Magnès. Und da ist der Gedanke der Trina geboren. Und die zweite Geschichte ist, den Preis nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an, aber der steht uns alle drei zu, also sowohl Sebastian, Erischwa und auch uns. Und das werden wir auch dann gemeinsam durchbringen, da bin ich mir ganz arg sicher. So, jetzt, ich habe es eingangs erwähnt, uns war immer wichtig, dass wir in die Zukunft schauen und somit auf die Jugend setzen. Und die Zeltlager, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die existieren, die haben wir jetzt erst vorletztes Jahr durch wiederzogen und wir werden auch, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder uns voll in unsere Arbeit stürzen und das 10-jährige Trina, das wird mit ganz großer Sicherheit direkt im Anschluss an die Pandemie stattfinden. Und was uns eigentlich auch unheimlich freut, ist, dass unsere Jugendlichen aus alle drei Ländern sich nicht auch innerhalb der Partnerschaftsstädte treffen, sondern die haben sich zum Beispiel letztes Jahr zum Shopping-Sightseeing in London getroffen oder zum Festival auf der Margareteninsel in Budapest aus alle drei Ländern. Die kommen auch ohne uns zurecht. Und mittlerweile gibt es auch schon Hochzeiten. Es ist so, wenn außerhalb der Gemeinschaft. Nein, nein, nein. Wenn Sie so einen Abschluss vom Trina erlebt haben,
die Nacht ist legendär. Und so, ganz, ganz offensichtlich. Und so ist es gar nicht unverständlich, dass ich Gerstädter Jungs mit Mädchen aus Sebassa und Gerstädter Jungs mit Mädchen aus Werischwar verheiratet habe. Ich bin gespannt, wie Sie aus der Nummer jetzt ja, ich wollte gerade sagen. Verheiratet haben, alles gut. Ich war da Standesbeamter, gar kein Problem. Ja. Alles gut. Ja. So mehr so eine das. Art Partnervermittlung, gar nicht so ein Orchester eigentlich. Ja, ich bin in der Tat kein Kuppler, gell, aber als Standesbeamter. Aber herzlich, versuchen Sie eigentlich gerade Hochdeutsch zu sprechen? Das würde ich nie versuchen, weil wenn ein Schwab Hochdeutsch redet, das hört sich so... Das wird lächerlich. Wesentlicher habe ich alles... Deswegen machen wir das nicht. Aber ich muss nochmal nachfragen, die Nicht-Musiker und Nicht-Musikerinnen, ne, also alle, die sich daran beteiligen wollen, aber die noch nicht mal eine Triangel bedienen können, die werden ins Zeltlager geschickt, oder... Nein, sowohl als auch, die darf auch bei der Trina-Veranstaltung dabei sein. Also da sind zwar 80 oder 90 Jugendliche auf der Bühne, aber das Umfeld ist viel größer natürlich. Okay, die ganze Entourage kommt da also zusammen. Was ich nochmal spannend finde, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, auch vorhin in der Politikerrunde, so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, für euch mit Ungarn und Polen, wir haben auch eine polnische Partnerstadt, wir haben auch eine türkische Partnerstadt, die Frage, geht man dahin und hält man Kontakt, wenn es politisch doch so schwierig ist? Ich sag mal, unterstützt man, das hat man ja auf politischer Ebene auch, das andere System, was man vielleicht in dem Moment politisch gar nicht unterstützen möchte, und wir haben uns sehr bewusst, und ich denke, ihr genauso, dafür entschieden zu sagen, aber da begegnen sich Menschen und Bürgerinnen und Bürger, und das ist gerade, wenn es vielleicht auf diesen offiziellen Ebenen schwierig ist, nochmal ganz besonders wichtig, um das persönliche Verständnis untereinander zu haben. Das ist für mich auch ein Teil von Partnerschaft, die wir miteinander pflegen, und vielleicht auch nochmal ganz besonders im gemeinsamen Europa, dass man das versucht, auch so ein bisschen zu differenzieren, worum es da geht. Und das ist, glaube ich, die persönliche Begegnung, das ist das, was eigentlich das gemeinsame Europa schafft. Deswegen geht unser Preis eigentlich auch nicht nur an die Stadt Kamen, sondern an die Freunde nach Engelholm, nach Solecin und nach Montreux-Genet. Also das ist, sonst könnten wir hier nicht sitzen, wenn auf der anderen Seite die Menschen nicht wären, die das genauso sehen würden und mittun würden. Ich frage mal unsere drei BürgermeisterInnen in Gänze. Jetzt haben wir die Bundespolitik hier sitzen, der Koalitionsvertrag ist noch druckfrisch. Es geht jetzt so richtig ans Werk, aus dem Plan werden Taten. Was brauchen Sie? Was würden Sie sich wünschen von der Bundespolitik, um solche Projekte eben noch besser voranbringen zu können? Oder sagen Sie, die sind uns eigentlich in Berlin ein bisschen egal, wir machen das trotzdem. Wir machen das trotzdem, das muss man sagen. Aber, das ist klar. Also ich glaube, wir brauchen Struktur. Wir brauchen etwas Struktur, wir brauchen Menschen, die das auch organisatorisch bei allem ehrenamtlichen Engagement, was wir haben, davon kann es eben auch nicht nur abhängig sein. Die Ehrenamtler brauchen auch, ich sag mal, Unterstützung in der Umsetzung. Und wir brauchen genug finanzielle Mittel. Und ich finde, Engagement für Europa darf nicht davon abhängen, wie finanzstark eine Gemeinde ist und eine Gemeinschaft ist, sondern muss davon abhängig sein, wie gerne wollen wir was für Europa tun. Deswegen muss es für diese Dinge einfach sehr unkompliziert auch Mittel und auch Personalkosten geben in den Gemeinden, in den Stellen, damit man das einfach organisieren kann. Denn das Ehrenamt, ohne Ehrenamt geht es nicht, aber das Ehrenamt braucht auch ein Stück Unterstützung. Und wir wissen, es ist auch schwieriger mit dem Ehrenamt, weil mehr Menschen in Familie und Beruf aktiv sind. Das ist nochmal, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und da würde ich mir wünschen, dass neben den großen politischen Linien, die so wichtig sind, man eben gerade diesen Kontakt nochmal ganz besonders im Blick nimmt und dafür auch Mittel zur Verfügung stellt. Herr Hölzel nickt. Ja, einfach Förderstrukturen, die handelbar sind. Also es gibt ja komplizierte Förderprogramme, mit denen eine kleine Verwaltung einfach überfordert ist. Also das Thema wirklich einfache, schlanke Förderstrukturen, das zieht sich, glaube ich, durch. Und in der Geisteshaltung, das habe ich vorher schon gesagt, einfach den Kleinen mit großem Vertrauen begegnen. Wunderbar. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es ist, bitte. Nee, ich glaube, Herr Polaschek. Nee, Herr Polaschek ist auf jeden Fall auch noch dran. Ich wollte nur zusammenfassen, was wir an die Bundespolitik weitertragen, aber Sie haben noch mehr Gedanken, bitte. Nee, ich wollte was zu der Bezuschussung sagen. Also es gibt jetzt schon genügend Töpfe, die man anzapfen kann, aber man braucht natürlich auch im Rathaus, in der Verwaltung, Anlaufstationen, die haben wir zu alle Zeiten gehabt und war da auch relativ erfolgreich. Und wir haben große Unterstützung im Land Baden-Württemberg durch die Baden-Württemberg-Stiftung. Da haben wir wirklich auch sehr gute Unterstützung erfahren. Aber ich denke auch jetzt, wir haben uns heute Mittag über die 177 Seiten schon unterhalten. Wir sind da also
frohe Hoffnung, dass das mindestens genauso gut weitergeführt wird, wie es schon war. Und vielleicht muss man auch eigene Initiative entwickeln mit unserem Partnerschaftsverein. Es gibt keine große Aktivität oder Feierlichkeit oder einen Markt in Gerstede, wo nicht der Partnerschaftsverein einen großen Stand hat. Da wird Langosch verkauft, da wird Käse und Wein aus der Auvergne verkauft und so werden unsere Aktivitäten mitfinanziert. Also man kann beides nutzen. Das heißt, selber weiter Engagement zeigen, aber trotzdem die Unterstützung in den Strukturen weiter einfordern. Man tut es. Das war so spannend. Ich habe vor 2 Jahren, als es noch relativ unkompliziert ging, mit den Schülersprecherinnen und Schülersprechern unserer Stadt, war ich unterwegs vor der Europawahl und wir haben darüber gesprochen. Wir sind aus dem Gespräch gegangen und haben gesagt, eigentlich heißt der Satz dazu, es gibt keine Alternative zu Europa. Und da haben wir dann angefangen, alles auch so ein bisschen zu sortieren. Und das ist, glaube ich, das, was alle, die hier sitzen, auch nur auszeichnen. So haben wir das gestern Abend auch irgendwie miteinander. Und wir müssen, glaube ich, nicht auf den Staat warten, sondern du suchst in der Kommunalpolitik immer irgendwie noch Gleister, wie du diese Ortsgemeinschaft zusammenhalten kannst. Und Europa ist verbindender denn je. Also was für ein schöneres Thema gibt es eigentlich, um Zusammenhalt in einem Ort hinzubekommen über Ethnien oder über Nationalitäten hinweg? Und wir haben es ja auch gesehen jetzt heute am heutigen Tag, es ist manchmal so einfach mit Reden, mit Essen, mit Musizieren, ist genau dieser Kleister geschaffen, den wir uns alle so wünschen, um eben eine europäische Idee mit Leben zu füllen. An dieser Stelle, an diese Projekte, an die Projektpaten, ein ganz herzliches Dankeschön. 4 Millionen Menschen im Livestream applaudieren. Herzlichen Dank. Applaus